Willkommen zurück zu Echoes of Wisdom. Ja? Und heute wollen wir anfangen mit einer Mango-Ernte. Mhm. Teilen wir mit 10 Rubine. Ja, immer kommen wir es mal versuchen. So, jetzt muss ich irgendwie Mangos ernten. Und dafür kriege ich einen Preis. Schon eine kleine Erschütterung reicht, um die Mangos zu ernten. Pass nur auf, dass sie nicht verwittern. Dass du zumindest 40 Mangos erntest. Falls du so alle erwischt wird. Oh, was? Warte mal, kann ich... Ich hab extra Trampolins aufgebaut, falls... Falls da oben welche kommen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schwer. Jo! First try schafft es. War jetzt nicht wirklich schwer. Starke Leistung! Du hast tatsächlich alle Mangos geerntet. Danke für deine große Hilfe bei der Sammlung wertvoller Forschungsdaten. Dafür darfst du einige Rüstmangos mitnehmen. Rüstmango mal 5. Danke. Ein Ernteantrag wie du hat bisher noch niemand erzielt. Mhm. Bei solchen Geschick kommt sie vielleicht auch mit den gefährlicheren Samen zurecht. Oh. Übrigens besitze ich auch Spezialsamen, bei denen ein noch größerer Ernte herausspringt. Ich habe sie aus gewissen Gründen vorerst nicht eingesetzt, aber wenn du willst, mache ich für dich eine Ausnahme. Ah. Aha. Kann ich das nochmal machen? Ja. Cool. Okay. So. Jetzt darf ich wahrscheinlich nicht alle wegmachen. Ne? Aus diesen Samen sprießen neben den Mangos auch gefährliche Dornen hervor, aber du packst das schon. Ich möchte, dass du mindestens 50 Mangos erntest. Und falls sogar alle erwischt, fällt die. Da kommt doch bestimmt oben weg, jo. Geht die nicht? Mach das sofort. Ja? Das wusste ich. Oh, fuck! 2 habe ich verpasst, ey! Oh. Reife Leistung! Erstaunlich, dass du auch mit diesem Samen dermaßen 4 ankonntest. Ich habe doch gleich gewusst, dein Potenzial hast. Ah. Oh, da krieg ich doch den goldenen Fächer. Punktvoller Fächer aus goldenen Federn. Wenn man sich damit Luft zufächert, fühlt man sich ganz glamourös. Einige der Rüstmangos, die du ganzes, darfst du gerne auch noch mitnehmen. Ultimativen Samen. Okay. Aber das habe ich jetzt noch nicht, oder? Ne, warte, ich will. Hat die das? Das letzte Stufe hat sie noch nicht. Ne, da. Da muss ich noch warten, bis sie diesen ultimativen. Was macht. Was bringt mir jetzt diese. Das ist einfach nur. Ja, irgendwas für irgendwas ist der wahrscheinliche. Brauchen wir den. So. Wenn ich dann mal Facett die rechte Hand der Königin sie kennt, muss sie ja nur an sehr obskuren Orten geben. Oh, Verzeihung, ich heiße Tomali und bin ja in der Oase als Wache stationiert. Darüber hinaus habe ich aber noch einen anderen wichtigen Auftrag bekommen. Du bist eine Reisende, oder? Vielleicht kannst du mir ja dann helfen. Hast du schon einmal einen fliegenden Boden fließen gesehen? Ah ja, kenne ich. Laut den Nachforschungen meiner Vorgesetzten haben unsere Vorfahren so etwas als Fallen eingesetzt. Hm. Allerdings habe ich jetzt schon überall gesucht und könnte weit und breit keine Spur von solchen Fliesen finden.
Falls du einmal so dich töten solltest, würdest du sie mir bringen? Fliegende Fliesen. Haben wir noch einen Frostkaktus? Wahrscheinlich im Dungeon, nehme ich an. Oh. Deku. Willkommen, ich bin Anhendo Deku und das ist meine Smoothie-Shop-Filiale. Bei uns kannst du eigene Smoothie-Kreationen für übersiegen. Traumhaft, oder nicht? Und wie? Ganz einfach. Einfacher geht's das nicht. Du wählst einfach zwei Zutaten aus. Also los, wurf. Ich kann das eigentlich noch nicht nehmen, weil ich weiß die Rezepte nicht. Ich brauche erst irgendwelche Rezepte oder hat er hier irgendwas stehen? Nee. Wenn ich Rezepte kennen würde. Dann könnte ich das machen. Wo ist das so ein Wirbelwind? Hier komme ich. Ey, danke! Geil! Danke, dass du mich ruhig pusht hast. Jetzt kriege ich ein neues Herz. Du hast 4 Herzen gesammelt, die maximal eine Herz geben. Ha, geil! Das war doch nicht nötig gewesen. Ich muss aber hier raus, ey. Muss aber auch gehen, jedem, der das hier verursacht, ey. Wie kriege ich das jetzt weg? Wie kriege ich das jetzt weg, ey? Gehen die Pflanze jetzt weg? Die geht unter. Ja. Frostkaktus? Das hat mich jetzt auch nicht viel gebracht, weil ich nicht weiterkomme. Wieso, Mann? Da komme ich schneller voran. Oh, da ist noch ein anderer, ja. Keulen Eblin. Nein. Oh, ich tue mich da. Das ist ein anderer. Schwer Bumerang, Eblin. No, ja. So, könnte ich hier runterheben. So. Oh ne, brauche ich auch nicht. Mein scheiß Piranha, jetzt lass mich in Ruhe. Also eine Blutpfeffer wieder. Warte, ich hoffe, man kriegt später auch mal irgendwelche Rezepte. Damit ich auch mal ein paar Smoothies herstellen kann. Oh, die haben wir auch noch nicht. Zorro. Nein, halt erst merken. Oder kann ich die Zorro-Nässe, kann ich die auf andere schicken? Das ist natürlich. Kiste.
Noch ein Teil. Ja, wir sammeln gute Dinge. 4 Stück schon. Aber wir brauchen diesen Verursacher von dem Wirbel. Wir haben noch einen. Vom Wegfreund. Also ohne Witz, wie riesig ist das denn hier, ey? Oh, da ist eine... Oh, hier ist ein Eingang. Hier ist ein Eingang zu irgendeinem... Das ist jetzt schon der Dungeon? Das Grabhöhen der Helden. Auf jeden Fall kommen wir hier durch. Ich weiß halt nicht, ob ich das jetzt schon... mal werfe. Brauchen wir hier die schneller zuschlagen. Ja. Hubert. Komm raus! So. Ja, ja, gut und schön, aber was hat mir das jetzt... Ach so, ah, so. Fuck, ey, ich brauch Herzen, ey. Ich will nicht sterben, Mann, ich brauch Herzen. Warte mal. Nee, ich dachte. Bin ich da überhaupt durch? Komme ich da auch nicht weiter? Ich habe ja nichts, was irgendwie sich da durchgraben kann oder sonst was. Warte mal, der Maulwurf, warte mal, der Maulwurf vielleicht da.
Fuck, jetzt hätte ich... Oh, Herz, sehr gut. Kann ich nochmal raus? Ich will die Kiste. Ich will die Kiste haben. Gut, man kommt nochmal. Ich hol mir mal schnell die Kiste noch. Ein goldenes Ei. Mhm. Direkt konsumiert kann ich. Okay. Die Rubine muss ich jetzt nicht unbedingt holen. Ich keine Ahnung, ob das jetzt der richtige Weg ist. Was ist denn das denn hier? Ansehen. Ruhe in Frieden, stolze Kriegerin. Ah, anzünden, oder? Fuck! Das hat jetzt nichts gebracht. Hm. Was soll ich jetzt hier machen? Ganz so anzünden, aber so richtig viel bringt mir das nicht. Ich muss glaube ich einmal zu dieser eine Kriegerin gehen. Wo ich ja eigentlich hin sollte. Das ist die irgendwas befrage da. Ich wüsste sonst nicht, was ich da jetzt machen soll. Wahrscheinlich werde ich den Maulwurf auch brauchen hier in dieser Wüste. Hm, ganz unten, Mordigo. Und hier jetzt noch lang. Hier kann ich höchstens nochmal gucken. Ihr sollt hier runterspringen, ihr Penner. Oh, ich muss aufpassen, ey. Aber so richtig viel hat man das jetzt.
Ich muss schnell weg hier. Als ob! Mann! Vor allem, wo speichert das jetzt? Wo lande ich jetzt? Okay. Alter, das ist scheiße. Fuck, ey. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt hin soll. Krass. Nein! Mann! Scheiße, wie mag ich das in die? Ja, komm. Hätte er zu was, das scheiß Vieh. Du Scheißding, ey! Das gibt's doch einfach nicht! Ich will die Kiste haben, Mann! Der Penner kommt ja hier hoch, ey. Alter, was ist das? Wenn ich den wenigstens besiegen könnte.
Oh, so, das habe ich mit dir gemerkt. Coin Apple Level 2. Oh, so. So, jetzt bist du dran, ey. Jetzt bist du dran, ey. Jetzt hauen! Nein, das ist nicht wahr! Als ob... Als ob der mich natürlich genau trifft... Der hält mich im Sack, wie scheiß die. Mach den doch mal platt jetzt hier. Hau mich auch nicht richtig ran, ey. Schlag doch zu jetzt, Mann, fertig! Oh, yes, Junge, endlich! Boah, die sind anstrengend, die Viecher, ey. Oh, wo haben Apple Level 2? Jetzt gibt mir noch gute Belohnung dafür. Ja, seht doch. Energie-Handschuhe halten. Handschuhe aus unbekanntem Material. Du findest möglicherweise mehr Energie, wenn du Rissmonster besiegst. Muss ich den ausrüsten, oder? Ja, pff, nehmen wir den jetzt am besten. Na, ich bin doch noch nicht im Riss drin, also brauche ich es doch nicht nehmen. Das war mit dem Abstand das schwierigste Kampf jetzt hier. Meine Fresse. Wir haben noch einen Wegfreund. Ach, den habe ich schon. Jetzt muss ich ja zu dieser... Ein Gerudo-Krieger, wo die denn jetzt? Nur ein Weg vorhin, doch da, Bruder. Jetzt gehen wir erstmal dahin, ne? Ich war irgendwie weiter hier. Lass mich. Den habe ich schon noch. Nein! Oh! Wo war die denn jetzt? Hier. So.
Hm, wer bist du? Keine Gerudo, so viel steht fest. Du willst den Sand? Das ist unmöglich. Hier dürfen nur Personen durch die ausdrückliche Genehmigung der Gerudo-Königin haben, also verzieh dich, ja? Hm, sieht nicht so aus, als wären wir willkommen. Was war das für ein Schrei? Ist da etwas vorgefallen? Allerdings darf ich meinen Posten nicht verlassen. Okay, was war da? Da ist es doch. Da liegt jemand. Mach den aber platt. So. Oh, die Monster sind weg. Hast du sie alle besiegt? Diese Monster haben mich überwältigt, aber du bist ganz allein mit ihnen klargekommen. Ich verdanke dir mein Leben. Aber ich sollte mich erstmal vorstellen. Ich bin Dona, Kommandantin der Gerudo-Kriegerin. Wie heißt du? Freut mich, dich kennenzulernen, Zelda. Aber sag mal, was führt dich überhaupt an diesen Ort? Hm, verstehe. Du reist herum und schießt überall die Risse, so. Du kannst sie schließen? Wir machen uns hier gerade riesige Sorgen wegen dieses Risses, musst du wissen. Irgendwann meinte, wir müssen nur alle Monster besiegen, dann würde er schon verschwinden, aber das scheint nicht zu funktionieren. Der Riss hat ist deutlich kleiner geworden und der Nachschub an Monstern, die aus ihm herausströmt, scheint unerschöpflich. Wenn der Riss nur wieder weg wäre, hätten wir endlich nicht mehr so viel Verletzte zu beklagen. Hör mal, Zelda, meinst du nicht, die weiß vielleicht auch, wie man unter den Sand kommt? Was ist, Zelda? Wie? Du willst unter den Sand? Hier befindet sich unterirdisch die Gerudo-Kultstätte. Das bedeutet, dass das... Dort musst du hin, um den Riss zu schließen? Hier gab es ursprünglich einen Zugang zur Kultstätte. Doch jetzt ist der Zugang mit Sand bedeckt und niemand kann ihn mehr finden. Aber war ich da vorhin, oder? Wenn du unter den Sand willst, musste man zuerst den Zugang wieder freilegen, den wir blockiert haben. Warum blockiert? Nun ja, unsere Kutschdecke ist von einem riesigen Riss verschluckt worden. Danach häuften sich die Berichte, dass aus dem Riss Monster vorströmen. Es wurde also beschlossen, den Zugang zu blockieren und die Monster einzuschließen. Wie legt man den frei? Im Inneren der Höhle, die von den Soldaten dort bewacht wird, gibt es eine Möglichkeit, den Sand wieder abfließen zu lassen. Aber dann drohen wieder Monster aus der Stätte herauszukommen. Das würde dem Befehl unserer Königin entgegenlaufen. Wir können jedenfalls nicht einfach dort hineinspazieren. Wenn unter den Sand... Ja. Du willst ja nur deshalb unter den Sand, um von dort aus den Riss zu schließen, oder? Hm, verstehe. Gut, dann müssen wir einfach nur die Gerudo-Königin von deinem Plan überzeugen. Du hast mich gerettet, deshalb werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dir zu helfen. Das Allerwichtigste ist, dass der Riss endlich verschwindet, sodass die Krieger nicht länger aufgerieben werden. Zelda, wir sollten uns im Palast von Gerudo-Stadt treffen, im Westen von hier. Eigentlich dürfen nur Gerudos den Palast betreten, aber ich werde dafür sorgen, dass für dich eine Ausnahme gemacht wird. Wir sehen uns dort. Okay, da waren wir doch, glaube ich, links. Das war doch da vorhin links. Da gehen wir noch hin. Da gehen wir noch hin, würde ich sagen. Und den Tumor speichern. Warum kann ich da nicht... Genau, wie schnell geht denn das? Haben wir noch nicht gemacht, teleportieren. Aha. Gut, sehr schön. Gut, der Silberz, wie gesagt, im nächsten Part, wir können ja kurz mal hier. Ah. Kurz mal uns ein bisschen umschauen. Wieder Bienen einsacken. Und dann... Ja.
geben wir im nächsten Part hier. Damit das dahinter Eingang. Dann machen wir uns im nächsten Part hier auf in die Gerudo-Festung und schauen mal, was es hier so Schönes gibt. Ob wir die Erlaubnis kriegen von der Gerudo-Königin. Und uns dann im nächsten Part natürlich auch den nächsten Riss zu betreten. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schaltet gerne bei die anderen Projekte ein. Würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns hier bei Echoes of Wisdom das nächste Mal wieder. Und damit Reto und Judy. Out.